Hi meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Ich muss mich echt dran halten, denn in diesem Update, welches heute am 14.02. am Valentinstag heute in Fortnite mit dem großen Update ins Game gekommen ist, ist einfach unfassbar. Vor zwei Wochen kam das große Dragon Ball Update nochmal, noch so eine kleine Kooperation. Letzte Woche ein Content Update, wo das Schlürfsaft und so in die Lama-Schule reingekommen sind. Heute wieder ein riesen Update. Es ist gigantisch. Ich habe so viel euch zu sagen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Als erstes seht ihr den Lobby-Background. Ja, den Lobby-Background, der wurde jetzt aktualisiert von den standardmäßigen Chapter 4-Background, ne? Mit der Citadel im Hintergrund. Jetzt sieht man hier einige Motorräder hinter, also das ist auf jeden Fall. Das Ganze ist auf jeden Fall hier in Voll Display. Man sieht hier diese Bowlingbahn, Motorräder, ganz, ganz wichtig sind, aber hier solche Taschen, die höchstwahrscheinlich mit Geld oder Gold gefüllt sind. Also das spielt alles auf so Raub an und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir auch zu dem Raubthema und zwar, Leute, Most Wanted. Most Wanted, meist gesucht auf Deutsch, ist ein Event, welches mit diesem Update heute für zwei Wochen jetzt in Fortnite drin ist. Hier steht, Event endet in 13 Tagen und 16 Stunden, also in zwei Wochen beim nächsten großen Update endet hier Most Wanted. Ihr seht eine ganze Seite mit insgesamt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Items. 12 Items könnt ihr euch für 1800 V-Bucks durchkaufen. Dazu gibt es aber auch Aufträge, wo ihr dann solche Punkte bekommt. Wir fangen an, das sind alles Items, die ihr gratis bekommt, ne? Hier sind Spitzhacken, Gleiter und das Beste ist, Leute, es ist halt mega, ne? Hier Spitzhacke gratis, mega schöne Spitzhacke. Aber jetzt kommt's. Diesen Skin, diese goldblütige Ace, diesen Skin kriegt ihr tatsächlich in diesen Varianten free. Das ist der Most Wanted Free Skin. Mit diesen ganzen Spitzhacken, Gleitern und so weiter und so fort bekommt ihr alles hier in diesem kleinen Battle Pass M von Most Wanted Battle. Wie kriegt ihr das Ganze jetzt klar? Ihr geht hier auf Aufträge anzeigen oder auf Aufträge hier ganz oben Most Wanted. Ihr könnt natürlich hier gucken, ob ihr, es gibt natürlich auch noch die Geralt von Riva Aufgaben, Leute, die würde ich euch empfehlen auch noch zu machen. Also die gehen jetzt auch noch einige Zeit. Diese Geralt von Riva Aufgaben könnt ihr machen, um gratis Sachen zu, beziehungsweise halt diesen gratis Skin Riva freizuschalten und die Lama Schule. Aber Leute, darum soll es nicht gehen. Es geht jetzt erstmal um Most Wanted. Da seht ihr hier diese ganzen Aufträge. Es gibt diese ganzen Aufträge, ihr kriegt immer 1500, 1000, 1200, ich glaube nirgendwo 2000, ne, kriegt ihr nicht. Für Aufgaben diese komische, ich sag jetzt mal diese hier Bombe mit diesem Gesicht und das sind diese Punkte, die ihr sammeln müsst, um in diesem kleinen Battle Pass hier weiterzukommen. Ihr müsst insgesamt 5 Aufträge von diesen allen machen. Ihr könnt euch die einfachsten aussuchen, sind wirklich ganz, ganz viele Aufträge, zum Beispiel erhöhere das Fahndungslevel, dazu kommen wir gleich, oder hier sammle Goldbahn. Und ihr macht insgesamt 5 Aufgaben von diesen Aufgaben fertig, dann kriegt ihr schon mal dieses Backbling, diesen kleinen goldenen Totenkopf, kriegt ihr als Backbling, wenn ihr nur 5 Aufgaben fertig macht. Und wenn ihr alle Aufgaben erledigt, kommt ihr immer weiter in diesem kleinen Most Wanted Battle Pass und könnt euch, wenn ihr dann komplett durch seid in 2 Wochen, bis zu diesem Skin alles freigespielt haben, Pickaxes, Gleiter und so weiter und so fort und dann natürlich diesen Skin. Aber Leute, das war es nicht gewesen. Zusätzlich werden nicht nur diese Aufgaben verfügbar sein, ihr werdet jetzt jeden Tag, also in einem Tag 17 Stunden, 3 Tage, also jede 2 Tage, jede 48 Stunden kommen hier verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel hier einmal Tresoreinbruch, leises Vorgehen, lautes Vorgehen und so weiter und so fort. Und da kommen auch wieder einige Aufgaben ins Game. Also ihr habt auf jeden Fall extrem viele Aufgaben. Nur 5 machen, dann kriegt ihr es Rückenaccessoire. Aber wenn ihr alle macht, kriegt ihr Level für diesen kleinen Battle Pass. Und es kommen halt jede. Dann hat sich auch der Shop-Hintergrund geändert, wenn ihr das hier so seht, ganz genau. Und was seht ihr hier im Shop? Ganz viele neue Skins, was mit Most Wanted meist gesucht zu tun hat. Und zwar einmal hier solche Überfall-Skins natürlich, ne, Wildcard und so weiter und so fort. Diese ganzen Überfall-Skins, ne, sind jetzt alle im Shop, zusätzlich auch Valentinstag-Skin, weil heute natürlich auch Valentinstag sind, sind auch diese ganzen Valentinstag-Skins im Shop, aber auch diese Most Wanted-Dinger. Dann hat dieser Ritter, der zeitlose Champion, einen weiteren Style bekommen. Den blende ich euch hier ein. Der wird jetzt auch kommen, beziehungsweise ist jetzt da. Dieser Style, muss ich halt einfach sagen, ist mega sick. Es sieht so, so geil aus, dieses Lila, ne? Und ja, den könnt ihr auch freispielen. Ich blende euch das Ganze hier ein, das ist so ein Bundle, ne, was ihr euch holen könnt, beziehungsweise spielen dann müsst, da kriegt ihr auch V-Bucks und das sind Aufträge, ne, die müsst ihr machen, um diese Variante zu behalten, ist jetzt nicht der zeitlose Champion, wie ich es gerade gesagt habe, ist jetzt tatsächlich ein anderer Skin, könnt ihr euch aber so holen. Oben links, Leute, seht ihr 4 Flammen und Fahndungslevel, ganz genau, Fahndungslevel ist auch ganz, ganz cool, hier unten steht's, Fahndungslevel-Effekt, dieser Fahndungslevel steigt an, ihr könnt es hier lesen, wenn ihr mehr Barren für Eliminierungen ausgibt, beziehungsweise ihr kriegt mehr Barren für Eliminierungen. Das bedeutet, wenn ihr einen Kill macht, kriegt ihr mehr Barren. Ihr werdet regeneriert, wenn in Sicherheit
umso höher, umso mehr regeneriert ihr euch, wenn ihr in Sicherheit seid. Und ihr kriegt diesen Beschleunigungsboost, beziehungsweise wenn ihr halt in Bewegung seid, diesen Boost, dass ihr dann halt schneller seid. Diese drei Effekte, die hier unten stehen, bekommt ihr umso höher dieses Fandungslevel ist. Und wie ihr dieses Fandungslevel steigert, geht eigentlich ganz einfach. Dieses Wandlungslevel, Leute, könnt ihr euch zum Beispiel an so Telefonzellen, die auf der Karte verteilt sind, müsst ihr einfach hingehen, könnt ihr 100 Bahn ausgeben und dann kriegt ihr, glaube ich, eine Flamme oder so und dann natürlich diese Effekte in der Runde. Was ihr natürlich wissen müsst, dieses Wandlungslevel hat nicht nur Vorteile, ne, wenn ihr da euch Level kauft, dass ihr dann ermischt, dass ihr schneller seid, schneller regeneriert und überhaupt regeneriert werdet. Nein, denn, Leute, ihr werdet tatsächlich auch einen Nachteil davor haben. Umso höher euer Wandlungslevel ist, umso leichter können Gegner euch erkennen auf der Karte, euch sehen, ne? Das bedeutet, wenn ihr jetzt halt komplett oben links alle vier, ich sag mal, Flammen voll habt, dann ist es für andere Gegner einfacher, euch zu sehen, beziehungsweise werdet ihr halt echt oft angezeigt. Also bedeutet, dass ihr halt ein bisschen offensiver spielen müsst. Entweder haben die Gegner Angst vor euch, weil ihr schon so weit hoch seid mit dem Fandungslevel, oder ihr werdet erst recht gepusht, müsst ihr halt aufpassen, ne, umso höher. Aber ihr habt natürlich auch diese Vorteile, die hier unten links stehen. Dann seht ihr auf der Karte vier Tresore. Einmal bei Brutal Bastion, einmal bei Faulty Splits und bei Shuddered Slabs. Das sind vier Tresore, die es auf der Karte gibt, ne? Es gibt nur, ich sag mal jetzt, nur vier Tresore auf der Karte. Da ist ein Boss. Diesen Boss müsst ihr töten, ne? Ist ganz normal, wie es eigentlich schon immer war. Das bedeutet, in diesen drei Orten gibt es halt, diesen Tresor, ein Boss, der den bewacht. Den müsst ihr killen, dann droppt der Boss euch eine Tresorkarte, wie es schon immer war. Das bedeutet, dann habt ihr die Karte und könnt den Tresor öffnen. Das war's nicht gewesen. Der Boss droppt dann auch eine neue mythische Waffe. Es gibt ein paar neue mythische Waffen, was mit diesem Most Wanted zu tun hat. Denn dieses Most Wanted hat auch mythische Waffen ins Game gebracht, beziehungsweise exotische oder neue. Das ist einmal hier eine... Ganz genau, wenn wir sie schon hören, eine Heavy Shotgun in der Variante, dann einmal hier die automatische Shotgun in dieser Most Wanted Variante. Ich blende sie euch mal hier ein. Diese ganzen Waffen gibt es tatsächlich in Most Wanted Variante und haben halt einen kleinen Vorteil. Zum Beispiel diese automatische Shotgun schießt dann halt in der Most Wanted Variante, wenn ihr einem Gegner damit Damage zufügt, lädt die schneller nach, schießt schneller, ne? Da ist die Feuerrate ein bisschen höher. So, Gegner irgendwo hier unten, können wir ja mal killen. Wenn ich die finden würde. Ich finde sie aber irgendwie auch wirklich nicht. Ich höre zwar die ganze Zeit die Gegner. Und ja, diese exotischen Waffen könnt ihr dann halt durch diese Bots kriegen oder halt in den Tresoren, ne? Wenn ihr diesen Tresor öffnet, könnt ihr die in diesen Tresorkisten auch finden, ne? Da kriegt ihr auch oft eine Most Wanted Waffe, ne? Ihr merkt, Leute, ich rasiere hier richtig rein. Also ich versuche euch natürlich alles so schnell wie möglich hier zu erzählen. Ihr habt es gerade schon gehört, viele neue Sachen. Aber vor allem dieses Most Wanted ist halt ein Event, welches riesig ist. Das war es aber nicht gewesen. Wir haben natürlich diese exotischen Waffen bekommen, ne? Diese exotischen Waffen, die ich euch schon eben angesprochen habe, die ihr bekommen habt, die auch ein paar Vorteile haben. Aber jetzt kommen wir zu Sachen, die entfernt worden sind. Und Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit den Dragon Ball Sachen. Ganz genau diese Dragon Ball Items, also dieses Jinjudun und dieses Kamehameha, ne? Diese Kamehameha-Superkraft, die sehr gut war. Und dieses Jinjudun, also dieser Gleiter, falls ich es falsch ausspreche. Die beiden Items wurden jetzt entfernt, waren jetzt wieder für zwei Wochen drinne. Fand ich relativ nice, sind jetzt aber wieder aus dem Game entfernt worden. Dieses Deku-Smash-Item bleibt jetzt noch drinne, da das ja nur für vier Tage am Anfang drinne war, das nicht so geplant war. Deswegen bleibt das jetzt noch ein bisschen, aber die Dragon Ball-Items wurden jetzt erstmal entfernt. Bedeutet, jetzt könnt ihr nur noch dieses Deku-Smash finden. Dann noch eine kleine Sache zwischendurch zu diesem Most Wanted, meist gesucht Event, ne? Ich habe euch schon extrem viel gesagt, das war es leider noch nicht gewesen. Also was ich leider eigentlich voll geil ist das, ne? Dass es noch nicht gewesen war. Ihr kriegt alle zusätzlich zu diesen ganzen kostenlosen Sachen, die ihr in diesem Free Pass erspielen könnt, ne? Das sind ja schon 12 Items, die richtig krass sind. Unter anderem Pickaxes und kostenlos. Aber das war es nicht gewesen. Denn Leute, ihr bekommt tatsächlich auch noch einen Gleiter, wenn ihr eine Runde gewinnt, ne? Also da einfach eine ganz normale Public-Runde, ja, gewinnen, dann kriegt ihr auch noch einen Gleiter kostenlos, ne? Das ist dieser kostenlose Gleiter, den ihr eigentlich am Anfang jeder Season bekommt, kriegt ihr jetzt zusätzlich noch einen kostenlosen Gleiter für dieses Event.
an, gerade wo ihr das sehen könnt, Schlüsselmeister. Du erhältst 2 Schlüssel zum Öffnen von Holotruhen. Wenn ich diesen jetzt nehme, ich aktiviere es mal, werden mir 2 Schlüssel gut geschrieben. Ihr seht unten rechts, ich habe 2 Schlüssel. Bedeutet, dass ich jetzt 2 Schlüssel einfach so durch dieses Perk bekommen habe. Das ist es nämlich auch, was ich jetzt anspreche. Es sind wieder ein paar Perks dazu gekommen. Ne? Es kommen jetzt ein paar Perks immer wieder dazu. Und jetzt sind es insgesamt 4 Perks, glaube ich. Ich blende sie euch ein. Das sind die 4 Perks, die ihr seht, die jetzt wieder neu ins Game sind. Einer davon war das mit dem Schlüssel. Bedeutet halt, dass ihr immer wieder 2 Schlüssel bekommt, wenn ihr dieses Perk halt macht. Zusätzlich gibt es noch so einen Perk, dass die Sniper noch einen Extraschuss hat, ne? Also eure Sniper hat dann noch einen Extraschuss. Das lässt auch darauf schließen, dass die Sniper bald wiederkommen, weil es gibt ja jetzt keine richtige Sniper. Außer die Heavy Sniper ist ja jetzt in Game. Die kommen jetzt gleich dazu. Und dann gibt es noch einen Perk, zum Beispiel, also dieses eine, da kriegt ihr, und bei der Pistole ist es so, dass die letzten 2 Schüsse in eurem, Magazin zum Beispiel, hier sind jetzt 15 Schüsse drin. Die letzten 2 Schüsse machen halt ein bisschen mehr Damage als normal. Sind eigentlich die ganzen Perks relativ gut, sind jetzt halt 4 neue, muss man echt sagen, finde ich sehr, sehr geil. Jetzt kommen wir perfekt zu neuen Waffen, ne? Wir haben diese Most Wanted Schattenwaffen, sag ich mal, bekommen, die ich euch schon eingeblendet habe. Es wurden Kamehameha und Jinjudun, also die Dragon Ball Sachen, entfernt, aber es sind auch einige, wirklich viele Sachen reingekommen, außer diese exotischen Waffen oder diese neuen Waffen in diesen Varianten, die ihr halt durch dieses Most Wanted Event bekommen habt. Es ist jetzt auch die Handkanone wieder drin, die Desert Eagle, ne, gibt's ab Blau bis Gold, dann die schallgedämpfte Pistole, ne, kennt ihr auch, also Deagle, schallgedämpfte Pistole, das sind 2 Sachen, dann die Heavy Sniper, ne, die Heavy Sniper, wieder sehr, sehr geil, auch in Blau, Lila und Gold erhältlich und natürlich dann auch wieder diese mythische Boom Sniper ist wieder da, das heißt, die könnt ihr auch irgendwo bekommen, diese mythische Boom Sniper, dass die so Heftgranaten schießt und auch die P90 ist wieder da. Ja, die P90 ist zusätzlich auch wieder da. Also dieses Sprayer SMG. Ganz, ganz krank. Das sind jetzt schon 4 Sachen, die da sind. Zusätzlich noch eine weitere Waffe. Die doppelte Pistole. Also diese Dual Pistole habe ich euch auch eingeblendet. Also ihr seht auf jeden Fall 5 neue Waffen einfach mal so reinbekommen. Und diese ganzen exotischen Waffen auch noch. Also man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. So, hier unten will gerade irgendjemand. Stress. Okay. Chill mal die Lage, mein Junge. Das lenkt ihn vielleicht ab oder so, keine Ahnung. Und dead. Perfekt. Jetzt kann ich euch was veranschaulichen. Hier, die Bots gehen wieder weg. Ganz genau, ich habe es gerade angesprochen, die neuen Waffen. Das ist zum Beispiel eine neue Waffe. Ne, wenn es die Heavy Sniper gibt, gibt es auch die Boom Heavy Sniper. Die ist jetzt back. Also könnt ihr tatsächlich einfach so finden. So, jetzt heilen wir uns noch schön hier. Let's go mit den Saufpacks. Go, dann nehmen wir einmal die Sniper mit, einmal die bessere Shotgun, würde ich sagen, die Minis, und den Hammer natürlich, dann haben wir jetzt eigentlich relativ gut Loot, hat er vielleicht noch was Gutes gedroppt, auch noch eine weitere neue Waffe, nein, kriegen wir ein neues Perk, nein, aber Seltenheitsminder, Mehrwert nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, jetzt haben wir noch einen Perk, Leute, perfekt, ist das jetzt ein neues, ach, nehmen wir Sturmmarkierung mit. Ihr seht auch oben links, Leute, ich weiß nicht, was seine Mission ist, ja, die laufen hier überall rum jetzt, wo die, ihr seht es hier, ist auch so ein NPC. Und ihr seht oben links, ich habe jetzt fast schon von dem Fahndungslevel eine, ich sag mal Flamme voll. Und ihr könnt auf der Karte, wie gesagt, Telefonzellen finden. Da könnt ihr eine direkt für Gold reinpayen, da kriegt ihr eine Flamme. Ihr habt diese Vorteile, diese 3, die ich euch schon gesagt habe, aber auch, dass ihr öfter bzw. Eher gesehen werdet auf der Karte für andere Spieler. Das ist natürlich der einzige Nachteil, so richtig. Aber ansonsten finde ich das geil. Und wenn ihr dann alle 4, Flammen oben voll habt, ist das eigentlich sehr, sehr geil. Dann blende ich euch im Überblick mal alles ein, was die Items angeht, ne? Gratis Schirm, alle Waffen, so, das blende ich euch ein. Alle Lackierungen, Skins, so, im Großteil, was jetzt viel reingekommen ist, welche neu jetzt sind in-game, damit ihr so eine kleine Übersicht mal habt. Hier oben steht, es wird brenzlig. Standort offenbart, das bedeutet, dass wir hier ein bisschen, jetzt ein kleines Problem haben. Zum Beispiel mehr Baren für Eliminierungen. Das heißt, Eliminierungen bringen uns jetzt mehr Baren. Killt ihr jemanden, kriegt ihr jetzt mehr Baren, also mehr Goldbaren, ist vielleicht ein Vorteil. Ich habe jetzt 5000, für mich bringt es jetzt nicht so viel. Und wenn ihr die nächste Flamme freischaltet und so weiter, kriegt ihr auch andere Vorteile. Dafür werdet ihr natürlich aber auch öfter gesehen von anderen Leuten. Dann soll es neue Wetterverhältnisse geben, ne, wie die Tornados und so weiter, aber es soll sowas sein wie Biomwetter. Das
was es in verschiedenen Biomen, in einem Schneebiom oder hier in diesem Biom oder in diesem, sage ich mal jetzt, herbstlichen Biom, so Wetterverhältnisse gibt. Wurde bis jetzt geleakt, bestätigt noch nichts, aber Leute, das soll tatsächlich kommen. Zusätzlich gibt es ein Star Wars Bundle, ne, in diesem Star Wars Bundle, was ist gar nicht so interessant, eigentlich kennen wir alles, aber im Hintergrund sehen wir diesen einen Gleiter, den wir im 2020er Event tatsächlich sehen konnten und alle gratis bekommen haben, die da zumindest das freigeschaltet haben. Und jetzt wurde der dort wieder gesehen, das heißt, er könnte tatsächlich jetzt einfach... Okay, er muckt jetzt, er wird aggressiv irgendwie. Wir schießen mal hier. Let's go, geht jetzt auf. Ja, perfekt. Und let's... Oh, komm, lass mich dich killen. Komm, lass mich dich killen, wo bist du? Mach aufs Brett. Mach's Brett. Oh mein Gott. Wow. Ah. Ja, nein, 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 nein. Leute, habt ihr es gesehen? Ich habe ihn mit der Shotgun... Oh mein Gott, war das ein... Oh mein Gott. Ja, und die letzte Sache ist, das bei dem... bei der Llama School ist beim i oben eingeblendet. Das Video habe ich euch alles erklärt. Guckt es euch an. Das ist die Internet-Website. Die Llama School. Könnt ihr Pfad 1 machen, verschiedene Pferde. Kriegt viele kostenlose Items. Und Pfad 2 wurde auch heute freigeschaltet. Ja, Leute, das war's. Ich habe euch versucht, alles so schnell und knapp wie möglich und natürlich informativ wie möglich zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir eine positive Bewertung. Da würde mich sehr, sehr freuen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.